Struktur am besten gehabt. Ja, hallo zusammen. Da habt ihr uns doch noch erwischt. Gibt nur zwei Optionen, warum wir zwei hier draußen vor so einem Bus sitzen. Entweder wir sind beide zu Hause rausgeflogen oder wir haben ein neues Business aufgemacht. Und das ist hier der Fall. Vater kennt ihr ja schon. Ja, hallo auch von meiner Seite. Auf dem Campingplatz von Autohaus Stamm. Genau. Wir haben uns gedacht, dieses Jahr ist ja mit Fliegen nicht so viel. Wir können irgendwo in Urlaub fahren. Und das schränkt uns alle ein. Und da kaufen wir einfach mal ein paar Camper. Wir haben uns hier für Grand Californias von VW entschieden. Die haben wir in drei verschiedenen Ausstattungen und zwei verschiedenen Längen. Wir haben insgesamt 15 Autos hier stehen. Die sind sofort verfügbar. Das ist der Riesen-Benefit. Warum machen die Ram-Typen jetzt mit solchen Bussen rum, ist die Hauptfrage. Weil es verfügbar ist. Wir würden super gerne was mit schönen Wohnkabinen machen. Da sind wir auch an dem Thema dran. Aber große Hersteller, Firma Tischer und so weiter, die haben 1,5 bis 2 Jahre Lieferzeit. Das ist, wenn wir im August weg wollen, echt unpassend. Deswegen haben wir geschaut, was kriegen wir dieses Jahr noch realisiert. Ja, und deswegen haben wir eine super Auswahl hier am Bussen stehen. Können wir kurz so ein bisschen rumschwenken, was hier steht. Hier gerade sitzen wir vor einem 600er Modell. Den gibt es als 4-Schlafoption mit einem Hochbett für Kinder oder als für 2 Erwachsene. Das ist die kurze Variante. Dann schauen wir hier mal so rum. Die sehen ja alle gleich aus von vorne. Es gibt noch den 680er. Und das ist die lange Variante. Das sieht dann so aus. Das ist hinten das Bettchen was größer. Und ja, hier haben wir verschiedene Farben da. Zweifarbige, einfarbige, lange, kurze. Alles, was es so gibt. Oben in unserem Showroom, wo wir euch ja aktuell auch wieder nur schwierig reinlassen können. Deswegen müssen wir das eh, wenn ihr vorbeikommt, hier auf dem Hof machen. Haben wir alle drei Modelle mal aufgebaut. Und ich schlage vor, der Vater, der hat sich nämlich richtig da reingefuchst in das Thema. Der geht mit euch jetzt mal oben in den Showroom und da macht er mal so ein richtiges Interior-Detail und geht mal die ganzen Kläppchen durch. Das sieht da innen drin aus wie im Airbus mit diesen ganzen Klappen und schöner Beleuchtung. Also eine super Qualität von VW. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zum Thema Ram. Und jetzt geht's in die Campingabteilung. Ciao! Ja, da wollen wir mal auf zur Roomtour nach oben in die Halle. Wobei eigentlich bei dem super schönen Wetter würde ich viel lieber hier draußen bleiben. Aber wir machen das jetzt. Kommt, wir gehen einfach mal rauf. Ihr kennt ja schon den Weg bei uns über den Hof. Ja, hallo. Wir sind jetzt bei uns hier in der Halle angekommen. Haben jetzt hier, wie der Nico euch gesagt, drei verschiedene Varianten stehen. Die zeige ich euch gleich der Reihe nach. Wir haben zum ersten den 680er Grand California von Volkswagen, von VW. Es gibt alternativ den 600er. Was heißt 600, 680? Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Der 680er ist 6,80 Meter lang, der 600er ist, ihr kommt drauf, 6 Meter lang. Also eine relativ einfache Geschichte. Großer Unterschied bei den Fahrzeugen von außen zu erkennen, ihr werdet jetzt hier gleich die Profis in den Grand Californias, ihr könnt es an der Dachform oben erkennen. Hier ist ein relativ, auch wenn es ein Hoch da ist, ein flaches Dach, aber das Fahrzeug ist konsequent eben ausgelegt für 2 Personen. Wir machen mal einfach hier eine Türe zu, dann zeige ich euch erstmal ein bisschen was von außen. Das Schöne, ihr kennt es ungefähr vom Ram, elektrische Trittbretter. Hier ein bisschen kleiner als Einstufe, fährt genauso elektrisch rein und raus. Im Außenbereich habt ihr Frischwassereinführung. Die Fahrzeuge, egal welche Größe, verfügen alle über einen 110 Liter Frischwassertank. Da könnt ihr also mit mehreren Personen tagelang, wenn ihr Lust habt, duschen, Kaffee kochen und spülen und wie auch immer. Das reicht also wirklich schon ganz gut aus. Wir haben auch einen 90 Liter Abwassertank an Bord. So dass ihr nicht einfach das Wasser in die freie Natur laufen lasst, sondern könnt es dementsprechend vernünftig entsorgen. Innen zeige ich euch das gleich noch ein bisschen mehr. Ja. Im Heckbereich sind die Fahrzeuge alle mit einer Heckflügeltür ausgestattet. Ja. Und es gibt hier unten drunter einfach einen riesengroßen Stauraum. Ja. Zeige ich euch gleich bei einem anderen Fahrzeug mal. Wir haben hier oben das Bett jetzt drin, das kann man aber auch hochklappen, aber das zeige ich euch gleich mal. Wir gehen jetzt einfach mal ins Fahrzeug rein. Da kommt die Trittschube wieder rausgeflitzt. Das ist ähnlich wie beim Ram. Ich fange einfach bei dem Tollsten, was mich begeistert, an. Ich bin selber Camper seit vielen Jahren. So, ihr sitzt draußen an eurem schönen Tischchen. Ihr habt Durst, weil wir was zu trinken haben. Rennt irgendwo in die Kiste rein. Hier macht ihr es relativ einfach. Ihr habt den Kühlschrank nämlich gleich hier vorne. Das Teil ist mega groß mit zusätzlichen Einlagen drin. Ganz oben ist noch ein richtiges Gefrierfach drin. Und das ist so tief, da kann ich wirklich meinen Arm bis hinten rein versenken, um mir das letzte Langnese-Eis da rauszuholen.
Ja, also wirklich klasse gemacht von VW. Und vor allem, es rastet alles ein. Wenn ihr Wohnmobil fahrt, ist es wichtig, dass alles sauber verpackt ist, nichts rappelt, nichts klappert, kein Schrank aufgeht. Das ist hier super gelöst. Hier oben haben wir Lichtschalter, wo ihr sowohl Innen- als auch Außenbeleuchtung einschalten könnt. Zentralschalter, um alles auszuschalten, wenn ihr aussteigt, heißt einfach nur einmal Klick drücken und innen geht die ganze Chose, dämmt sich nach unten. Ja, Außenbeleuchtung ist separat zu schalten. Und das Schöne ist einfach im Innenbereich, ihr könnt das Licht auch dimmen, von hell auf dunkel, wie ihr es haben wollt. Ja, wenn ich abends ein bisschen gemütlichere Stimmung haben möchte, kann ich es machen. Ja, oder ich kann es dementsprechend wieder nach oben, ne, in ganz hell machen. Also geht richtig klasse. So, ich würde sagen, ich gehe mal rein und du folgst mir einfach mal. Innen drin, also auch eine richtig schöne Sitzecke. Ja, hier können zwei Personen sitzen, braucht man aber eigentlich gar nicht. Der Clou ist eigentlich die vorderen Drehsitze, die wir haben. Der steht jetzt einfach noch wirklich in Fahrtrichtung. Wir haben jetzt hier mal die Vorhänge reingezogen, ne, dass vorne schön kuschelig alles zu ist. Ne, aber wie ihr jetzt den Beifahrersitz seht, ja, ist das einfach ein Drehsitz und den kann ich schwenken in jede Richtung. Ich hocke mich einfach mal hier rüber. Ja. Ach, ist das bequem. So, und dann drehe ich mich einfach so zum Essen, ne, wie ich es gern eben haben möchte. Ne, ich kann ein bisschen vor, ich kann ein bisschen zurück, wie es meinmal. Das Ganze kann ich auch eben mit dem Fahrersitz machen. So, dass ich jetzt, wenn ich irgendwo auf dem Campingplatz habe, noch Leute kennengelernt, man trinkt abends noch was zusammen, möchte sich alle hier reinsetzen. Kein Thema, mit vier Leuten sitzt man hervorragend. Und wie gesagt, der Kühlschrank immer am Start hier vorne. Natürlich wollen wir nicht nur kühlen, sondern wir wollen auch kochen. Hier haben wir von Dometic einen schönen Zweiflammen-Gaskocher. Wir haben auch Gasflaschen an Bord. Und zwar passen hier zwei große 11-Kilo-Flaschen hinten rein. Das ist auch sensationell. Das ist mit dem neuen Truma Duo-System ausgestattet. Das heißt, ihr schließt zwei Gasflaschen an. Sollte eine leer gehen, ist die nächste automatisch für euch am Start. Ihr müsst nicht umstecken, wie es früher halt mal war. Das klappt mittlerweile vollautomatisch. Natürlich haben wir auch unser Waschbecken mit Warm- und Kaltwasser. Wir haben einen elektrischen oder Gas, das könnt ihr alles einstellen, wie ihr es haben wollt. Ne, Warmwasserboiler eben mit an Bord. Und das Schöne ist einfach, wir haben überall Stromanschlüsse, wir haben überall Steckdosen, die Lichtschalter sind mit drin und einfach richtig Platz in Schubladen. Die sind schön gemacht. Die haben auch ein Softclose mit drin, Vorratsschubladen, ne, für alles, was ihr irgendwo unterwegs braucht. Ganz unten kommen dann meistens die Töpfe rein. Also es ist richtig Platz in der Sache. Ja, hier gibt es nochmal ein kleines Fach, wo ihr die Gas- bzw. Wassertemperatur alles mit regeln könnt zum Abstellen. Als Verlängerung gibt es auch hier nochmal ein bisschen was Ausziehbares. Also das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Ja. Ja, hier haben wir nochmal eine große Schublade. So sehen Autos aus, wenn sie vom Berg kommen. Da liegt alles mögliche an Plastik noch drin. Ja. So haben wir es halt. Ja. Beleuchtung für die Küche kann ich mir hier oben nochmal einschalten, dass ich richtig schön Licht bekomme. Der Nico hat eben schon so ein bisschen gesagt, wir fühlen uns fast wie im Airbus. Das Airbus-Feeling ist aber jetzt nicht, dass ich hier oben ein Gepäcknetz habe, wo ich jede Menge reinbekomme, sondern eher im hinteren Bereich. Wir wechseln gerade mal so ein bisschen die Position. Wir haben also wirklich, um das Handgepäck unterzukriegen, große Staufächer. Ich muss ein bisschen üben, wie man die drückt hier. So. Geht eigentlich ganz einfach, wenn man es richtig macht. Ne? Für oben, für unten. Und das geht hier hinten komplett rum. Ja? So, und wer dann sagt, ich kriege nicht meine Sachen unter, der bleibt zu Hause. Das hilft dann alles nichts. Ja. Der große Unterschied zu den Modellen 680, 600 ist einfach der 680er konsequent als Zwei-Personen-Fahrzeug ausgelegt und ist ein sogenannter Längsschläfer. Ja, das heißt, ihr schlaft hier drin der Länge nach. Kopf da hinten, Füße nach hier oder umgekehrt, wie ihr dann Spaß einfach habt. Ja. Im Gegensatz zum 600er, was ein Querschläfer ist. Also hier habt ihr einfach mehr Raum, mehr Platz zum Schlafen. Ja. Zusätzlich gibt es dann auch hier noch im Bereich nochmal einen zusätzlichen Hängeschrank und einen Schrank. Also das ist schon richtig gut gemacht vom Ganzen. Aber was hilft das schönste Wohnmobil, wenn wir nicht morgens schön duschen können?
Ich mache euch mal die Dusche hier auf. Das haben wir auch. Schwenkt mal mit der Kamera rein. Dann haben wir es hier. Wir haben also eine vernünftige Toilette. Eine sogenannte Sogtoilette mit Außenentsorgung, mit der Kassette dafür. Wir haben hier das Waschbecken. Ja, das Waschbecken können wir hochklappen, wenn wir es nicht benötigen, wenn wir mehr Platz im Raum haben zum Duschen. Ziehen uns hier unseren Duschschlauch dementsprechend raus. Ja. Spiegel können wir auch andersrum machen. Ja, und ich kann hervorragend dementsprechend auch duschen. Sehr schön auch, wir haben zwei Bodenabläufe für die Dusche eben. Weil beim Campen, man steht immer mal ein bisschen schief, so dass es nicht überschwappt, sondern ich kann rechts oder links, irgendwo läuft das Wasser dementsprechend schon passend hin. Bedienung aus der ganzen Wohngeschichte, relativ einfach. Wir haben ein komplettes Panel, womit wir arbeiten können. Ja, wir können unsere Lichtschaltung machen, wir können unseren Wasserstand anzeigen lassen. Das heißt, wir haben jetzt sowohl einen leeren Abwasser als auch einen leeren Frischwassertank, natürlich noch nichts drin. Ja, wir haben unseren speziellen Campingmodus, wir können die Temperaturen der Heizung hier einregeln. Ja, momentan ist natürlich alles auf aus. Wir können entweder elektrisch zuheizen, wenn wir Landstrom haben, das heißt, ihr habt einen Stecker mit drin, oder das Ganze natürlich auf Gas laufen lassen. Hier habe ich die Grundeinstellungen des Menüs mit Uhrzeiten. Ich kann meine Trittstufe genau beim REM auch programmieren, dass sie eben nicht rausfährt, wenn ich das mal nicht möchte. Also da sind sehr viele Ähnlichkeiten halt drin. Ja, das wäre einmal im Groben der Gran California 680. Jetzt schwenken wir mal zum 600er rüber. So, hier haben wir jetzt den 680er. Ich habe es eben gesagt, vom Dach sehen den Unterschied. Das heißt, der ist so ein bisschen ausgebeult vom Dach, um einfach in dem vorderen Bereich noch einfach mehr Raum geben zu können. Wobei das als Möglichkeit dient, zusätzlich Kinderbetten zu integrieren. Haben wir in dem Fahrzeug jetzt auch nicht drin. Das ist auch ein Zweischläfer. Im Innenbereich zeige ich euch auch mal eben gerade. Ja, ist halt der Unterschied, was ich eben sagte, längs schlafen und hier schlafe ich eben quer in meinem Bett drin. Was die Fahrzeuge wiederum jetzt alle haben, ist an allen Fenstern, ich zeige es einfach mal exemplarisch im Bereich der Dachluke oder auch des Fensters, was ist für die Kamera besser, wir nehmen das Fenster, okay. Ja, ihr habt bei allen Fenstern, habt ihr einerseits Fliegengitter drin, die ihr hoch und runter fahren könnt, sind sogar Doppelrollos. Oder halt Verdunklungsrollos. Das heißt, ihr könnt das steuern, wie ihr halt eben möchtet. Abends, wenn ich dicht haben möchte, mache ich es einfach zu. Ja, wenn ich über Nacht ein bisschen noch lüften möchte, ja, mache ich dementsprechend mein Fliegengitter runter. Ja, das geht an allen Fenstern, an allen Dachluken des Fahrzeugs. Also super schön gemacht. Ja, hier sehen wir jetzt einfach mal auch von den Sitzenbereichen her, auch den Beifahrer- und Fahrersitz, beides als Tischfunktion gemacht. Also klappt ganz hervorragend. So, bei den Fliegengittern sind wir natürlich nicht bei den Fenstern zu Ende, sondern auch, wenn ich hier die Schiebetür auf habe abends, sitze irgendwo in Schweden schön am See, da kommen die großen Mücken angeflogen. Bei uns nicht, die bleiben draußen. Das heißt, wir können das hier zuziehen, wir können das da zuziehen und weg ist mit meinen Mücken. Ich sitze wunderschön an Luft draußen. So, aber ihr wollt ja mit Kindern verreisen, dann gehen wir einen weiter. Gran California 600, ihr habt eben schon gelernt, 6 Meter lang mit dem anderen Dach oben drauf. Hier die Markise, nicht bei den anderen ausgeklappt, sondern einfach die Thule-Markise jetzt mal rein. Das gleiche Spielchen, aber ich habe hier dementsprechend eben noch ein Bett oben drauf. Ja, das kann man mit einer Leiter entern. Die ist natürlich zusammenklappbar. Und vor allem eine ganz einfache Version, wenn ich das Bett weghaben will, das Bett ist weg. Ja, das klappt hervorragend. Die Leiter kann ich oben drauflegen, wenn ich es nicht brauche. Und das funktioniert. Ja, wenn ich es raushaben will, ich drücke einfach nur einmal, zapp, mein Bett ist fertig. Ich zupfe einmal an der Matratze und habe die ganze Chose als super Liegefläche. Ist eine Liegefläche, wo ich mich als Erwachsener ja, so ein bisschen quer mit meinem 1,84 Meter reinlegen würde. Aber ich sage mal, für Kinder im Bereich 11, 12, 13, 14 Jahren wirklich eine hervorragende Nummer. So. Weitere super schöne Geschichte hier im hinteren Bereich. VW hat es sich nicht nehmen lassen, uns gleich auch die passenden Campingstühle mitzubieten. Ja, das heißt, die sind wunderschön in den Türen integriert, rechts und links.
Dann habt ihr dementsprechend die Stühle und auch der Campingtisch darf nicht fehlen. Auch der ist hier einfach mit dran. Ja, ne? Super schön flach vom Aufbau. Ihr habt es eben gesehen, wir draußen gesessen haben. Das ist der gleiche Tisch. Ihr habt immer alles an Bord. Ja, und es ist verstaut. Ja, es wird eben verriegelt, damit auch während der Fahrt nichts rappelt. Also eine super Geschichte. So, räumen wir den Stuhl wieder weg. Einmal aufgeräumt, festgeklipst und schon fertig ist das. So, jetzt seht ihr hier ein Fahrrad drin stehen. Warum? Einfach mal, um zu gucken, was wir Platz haben. Ihr könnt also bei allen Fahrzeugen, ob 600er, 680er, könnt ihr das Bett einfach nach oben klappen. Das heißt, so wird so ein Auto auch zum Daily Driver. Ihr wollt mal irgendwas Größeres holen, habt ein tolles großes Auto, könnt ihr es mitnehmen. Ihr kennt es vom Ram, ein Ram ist einfach klasse, ich kann immer was holen, aber auch hier kann ich schon mal irgendwas Längeres reinladen. Oder ihr fahrt eben genau, wie es jetzt ist, ihr möchtet keinen Heckfahrradträger drauf machen, sondern wollt einfach mal ein Fahrrad reinstellen. Auch das funktioniert, ihr könnt super festmachen. Wenn das Fahrrad jetzt nicht hier drin stehen würde, könnte ich euch nicht mehr zeigen, was wir alles für große, schöne Stauräume haben. Also hier einen großen Schrank drin. Auf der rechten Seite, hier passen unsere beiden Gasflaschen rein. Das können wir eben, der wird eben rausgehoben. Ja, da ist jetzt noch das komplette Zubehörpackage mit drin, wo die ganzen Anschlüsse sind. Aber da gehen eben wirklich zwei 11 Kilo Gasflaschen unter. Wie durchdacht das Ganze ist, zeigt sich auch hinten weiter. Wir haben hier nochmal einen speziellen Anschluss für die Außendusche. Die ist natürlich auch gleich hier mit am Start. Ja, ne, im schönen Set eben mit drin. Ja, auch das rappelfrei, verstaut. Ne, wir können Warm- und Kaltwasserregelung natürlich von hinten machen. Ne, also auch wirklich super gut gelöst. Was mir besonders gut gefällt, wir haben an allen Ecken und Kanten haben wir Steckdosen drin. Ne, wir haben 220 Volt Steckdosen, wir haben 12 Volt Steckdosen und ihr habt in allen Ecken und Kanten wirklich USB-Anschlüsse. Ja, Ablagen zum Handyladen, was auch immer. Also richtig gut durchdacht. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut von der ganzen Machart her. Ja, das war einfach jetzt mal so ein bisschen Eindruck, ja, in die Remtrak Ranch Campingwelt. Wir arbeiten, wie Nico eben schon so ein bisschen verraten hat, gerade an einer super, super Geschichte für eine Wohnkabine Ram. Das zieht sich aber halt noch ein bisschen. Ja, so. Und die bekannten Marken, die Nico eben schon ansprach, ob es die Firma Tischer ist, Firma Norster ist, etc., ist halt alles momentan mit wirklich sehr, sehr langen Lieferzeiten verbunden. Wir wollen eine Möglichkeit aufzeigen, auch in diesem Jahr einfach mit einem tollen Campmobil in Urlaub zu fahren. Was auch super ist, wir haben es gerade selber ausprobiert, fahrt in der Corona-Zeit einfach mal mit einem Wohnmobil zum Wohnmobil-Dinner. Ja, ihr fahrt in euer Lieblingsrestaurant, die bieten das an, die haben richtig Spaß und ihr sitzt in eurem Wohnmobil, werdet bedient wie sonst im Restaurant. Das ist Corona-konform, das dürft ihr, macht auch Spaß. Geht halt mit so einem Auto auch hervorragend. Ja, ich sag mal besten Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, guckt natürlich beim nächsten Mal wieder rein. Dann seht ihr auch wieder mehr Nico und weniger von mir. Ja, ich wünsche euch Spaß und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.